gibt eine weitere Zwischenintervention. Dazu hat sich gemeldet der Kollege Dr. Markus Büchler. Ja, sehr geehrter Herr Staatsminister, Sie haben vorhin als Interimslösung, bis aus Ihrer Sicht die Strecke, eine etwaige Neubaustrecke kommt, vorgeschlagen, dass man die Bestandsstrecke ertüchtigt und dort mehr Lärmschutz schafft. Mhm. Ein sehr sinnvolles Anliegen in meinen Augen, aber bedeutet das dann auch denn für die Bevölkerung, für die Ortsansässigen im Landkreis Rosenheim, im Landkreis Ebersberg, aber auch bis ins Stadtgebiet München herein, den wirklich wichtigen und überfällige Sanierung nach Neubaustandard? Falls Sie sagen wollten, das wäre Bundessache, der Freistaat könnte auch in die freiwillige Vorfinanzierung gehen. Vielen Dank.